Hallo liebe Facebook-Freundinnen und Facebook-Freunde. Heute will ich was sagen zum Thema Alleinerziehende und ihre Kinder. Jedes fünfte Kind in Baden-Württemberg wächst in einem Haushalt bei Alleinerziehenden auf. Und ich finde es klasse, was die Mütter, die gleichzeitig Mutter und Vater sein müssen, da leisten. Aber Fakt ist auch, dass jedes fünfte Kind bedeutet, wenn ich durch die Fußgängerzone laufe, von 10 Kindern 2 in alleinerziehenden Haushalten aufwachsen. Und alleinerziehend heißt leider immer noch Erwerbsarmut der Mutter und damit meistens auch Kinderarmut des Kindes. Und deshalb muss Schluss sein damit, dass wir die Alleinerziehenden mit ihren großen Aufgaben alleine lassen. Und wir als SPD, wir wollen 5 Punkte für Alleinerziehende. Erstens wollen wir insgesamt die Bildungsinfrastruktur ausbauen. Martin Schulz hat eine verbindliche Investitionsquote des Staates vorgeschlagen. Das heißt, wir investieren in Schulen, Ganztagsbetreuung in der Kita, in Gebäude für Kinder. Das halte ich für ganz wichtig. Zweitens wollen wir eine Ganztagsgarantie, dass die Kinder, die in die Grundschule gehen, auch ganztags verbindlich betreut werden können, wenn die Eltern das wollen. Auch das hilft den Alleinerziehenden, damit sie erwerbstätig sein können. Drittens, wir wollen für alle Kinder, aber ganz besonders bei Alleinerziehenden spielt es eine riesengroße Rolle, aber auch bei allen anderen Familien, die Kita-Gebühren abschaffen, Schritt für Schritt mit den Ländern zusammen. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Bildung muss gebührenfrei sein, deshalb auch die Kita. Viertens, das sagen mir viele Alleinerziehenden, das Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit. Einmal Teilzeit bleiben Frauen oft in der Teilzeitfalle stecken. Damit muss Schluss sein. CDU, CSU haben dem die Zustimmung im Deutschen Bundestag verweigert und deshalb mit der SPD gibt es ein Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit. Und last but not least, der fünfte Punkt, ist mir besonders wichtig, dass junge Mütter, die ihre Chance auf Ausbildung nicht genutzt haben, die Möglichkeit haben, Teilzeitausbildung zu machen. Teilzeitausbildung heißt für sie endlich, ich habe einen Beruf, den ich erlernt habe und zweitens, ich kann mehr verdienen. Und deshalb ist auf meine Initiative und auf Initiative der SPD Pforzheim und Enzkreis im Regierungsprogramm der SPD eine bundesweite Initiative zur Förderung der Teilzeitausbildung mit drin. 5 Punkte für Alleinerziehende und ihre Kinder. 5 Punkte, um die Erwerbsarmut der Alleinerziehenden zu beseitigen und die Kinderarmut strukturell anzugehen. Das sind starke Punkte, dafür SPD wählt am 24. September.